Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich wurde letztes Mal gefragt, ich habe ja diese 3D-Blumen gemacht mit dem 4D-Plastiliengel. Ich verlinke euch das mal hier oben. Ob man das auch auf kurzen Nägel machen kann. Und na klar, man kann alles auf kurzen Nägel machen. Und dann wurde ich gefragt, ob ihr das noch einmal zeigen könnte. Und ja, na klar, auf den Wunsch gehe ich natürlich ein. Ich habe hier das von online hat. Jedes x-beliebige Plastiliengel könnt ihr auch dafür nehmen, welches ihr zu Hause habt. Und ja, dann fangen wir auch schon an. Ich nehme mir einen Tipp. Ich habe den jetzt erstmal so rot, dunkelrot grundiert. Finde ich jetzt passend zur Jahreszeit so, ne? Ne, guck mal, die Tilda richtig hinreißen, damit ich das euch ordentlich zeigen kann. Dann nehme ich mir einen Versiegler, den für ein Fingerspitzengefühl nehme ich mir und versiegel den Nagel. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der ist jetzt versiegelt. Der Versiegler von Nicole hat keine Inhibitionsschicht, also keine Schwitzschicht. Seht ihr hier, er glänzt super schön. Und dann fangen wir auch schon an. Wir nehmen uns dann hier das Plastilin. Wir präparieren schon meinen Arbeitsplatz. Ich habe hier meinen Dispenser, wo ich nachher einmal so rauf drücke und mein Silikontool. Ihr könnt auch einen Pinsel dafür nehmen. Befeuchte, damit das halt nicht, was dann hier drin ist, ein bisschen cleaner und dass ich dann befeuchten kann. Da habe ich nicht zu viel Cleaner drauf, nicht zu wenig. Könnt ihr auch super mit dem Pinsel machen. So mache ich das auch immer, wenn ich mit Acrylgel arbeite. So, dann nehmen wir uns hier das Acrylgel. Acrylgel. Ja. Guten Morgen. Das Selingel. Nehmen uns ein Dotting-Tool. Achtet darauf, dass eure Hände sauber sind. Und ja, der Dotting-Tool wird natürlich auch sauber sein. So, Dotting-Tool. Und nehmen wir eine kleine Menge, wirklich eine kleine. Das war schon zu viel, weil wir wollen ja eine kleine Rose gestalten. So, und dann macht ihr auch eine kleine Kugel. Seht ihr? Und setzt euch die dahin, wo ihr die haben wollt. Das ist das erste Blütenblatt. Ich mache das nämlich, es gibt welche, die machen einen größeren Dingsbums darauf, also einen größeren Tropfen und machen daraus komplett eine Rose. Ich mache das nicht. Ich arbeite die Rose, wie diese Acrylrosen gearbeitet werden. Da ich mit Acryl nicht umgehen kann, ist das eigentlich schon eine andere ganz gute Idee, wie ich dann trotzdem diese Rosen hinkriege. So, dann habe ich das hier raufgesetzt. Mache mein Silikontool ein bisschen feucht und drücke mir das erstmal platt. Ganz einfach, dass es hält. Und dann arbeite ich mir ein verkehrt rumes C langsam. Seht ihr das? Das sind die äußersten Blätter. Ich fange von außen an und arbeite mich dann nach innen. Wenn man merkt, es fängt an zu kleben, cleaner, also nach, ein bisschen cleaner auf. Mann, das Silikon. Bisschen cleaner auf das Silikontool. Und dann klebt es auch nicht mehr. Und, oder halt auf dem Pinsel. Je nachdem, was ihr gerade benutzt. Es funktioniert auch richtig cool mit dem Pinsel. Auf jeden Fall. Also ich mag es aber lieber mit dem Silikontool. Jetzt habe ich hier so ein Blatt. Das erste Blütenblatt. Und ich mache das gerne, dass ich das hier so ein bisschen eine Form gebe, so ein bisschen spitzer, nicht zu spitz, weil Rosenblätter sind ja nicht komplett spitz. Und die Ränder hier vorne schön platt drücken, damit die anderen Blätter nachher dann in Ruhe überlappen können. So, und das lasse ich jetzt erstmal anhärten gleich, wenn ich das hier fertig habe. So. Dann drücke ich mir hier so ein paar Striemen rein. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So ein bisschen diese Dellen. Und dann lasse ich das so für ja, 20 Sekunden, 10 Sekunden, mehr als 20 Sekunden anhärten. In der Zeit mache ich das ja den Kontur einmal ein bisschen sauber, weil ab und zu klebt das dann ein bisschen. Wische ich einfach ein bisschen cleaner auf Silikontool und wische einfach ab. Fertig. Könnt ihr mit dem Pinsel genauso machen. So, nehmen wir dann schon mal ein zweites Kühlchen in derselben Größe. So.
Und mache ein Kügelchen. Ja, mit dem Rot hier ist ja toll. Und setze mir das daneben ab. Weil ich setze mir jetzt das Kügelchen, also hier ist ein, hier war das erste Kügelchen, das zweite und das dritte. Ich mache es so in so einem Dreieck. So, Dotting-Tool, ja, das Silikontool nicht kaputt machen dabei. Ich bin schon wieder so intelligent. So, wieso soll ich immer Dotting-Tool? Das ist Silikontool oder Pinsel befeuchten. Und hier verfahren wir dann genauso. Drücken das erstmal fest. War ein bisschen zu viel Cleaner. Ist nicht schlimm, der verfliegt ja. Oder ein bisschen Cleaner abtupfen mit der Zellette. So. Und dann arbeiten wir wieder ein C. Seht ihr das, dass ich so ein kleines C arbeite? Ziehen wir das ein bisschen rüber. Es soll auch überlappen mit dem anderen. Und ne, dann platt drücken. Das ist mal ein bisschen tricky hier jetzt so mit der Kamera, damit ihr es auch sehen könnt. Also ich werde jetzt mal keine Musik hier unterlegen. Und dann ist auch schon das zweite Blatt fertig. Weil bei den Blütenblättern, ihr müsst dann nicht haargenau arbeiten, weil keine Blüte in der Natur ist perfekt. Keine. Und alle sehen sie anders aus. Und ich finde das auch viel besser, wenn nicht jede Blüte gleich aussieht. Weil das ist total unnatürlich. Also finde ich. Andere Leute mögen das lieber gleichmäßig. Ich nicht. Dann nehmen wir nochmal die gleiche Menge auf. Wenn es mal ein bisschen mehr ist oder ein bisschen weniger, ist nicht so wild. Wie gerade eben schon gesagt, keine Blüte ist der anderen gleich. Nehmen wir das mal auf den Finger. Mache wieder eine Kugel und setze sie mir. Mal gucken, kommt hier, könnt ihr das sehen? Ich hoffe, das, ich sage jetzt mal so ein bisschen mittiger. Ja, gut, das habe ich sehr mittig, aber das ist nicht schlimm. Man kann das ja alles hin und her drücken. So, dann drücken wir das hier so ein bisschen fest. Dann kann man das von der Mitte her ein bisschen aufmachen. Seht ihr das? Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Und dann einfach wieder platt drücken. So, und das war jetzt. So. Und das ist jetzt das dritte Blütenblatt. Das kommt jetzt wieder für 20 Sekunden. Also man verfährt immer so Blütenblatt machen. 20 Sekunden in die Lampe. In der Zeit kann man dann super schon ein anderes Kügelchen aufnehmen. Diesmal nehmen wir ein, na, das ist doch die richtige Seite, nehmen wir ein bisschen kleineres. Weil jetzt kommen in der Mitte kommen zwei Blütenblätter rein, also ein bisschen kleineres. Ja,
Lampe nicht vom Tisch schmeißen. Und setzen uns das. Mal gucken. Setzen uns das hier, also in der Mitte ab. Und dann guckt man, in welche Richtung man das ausblenden möchte. Ich möchte es jetzt in diese Richtung, dass es über die beiden Blütenblätter ist. Drück das ein bisschen fest. Öffne das Bällchen. Zu einem C. Und drück mir das fest. Die inneren Blütenblätter, die gucken bei mir meistens ein bisschen höher raus. Das ist auch noch schön, dass sie über die anderen Blütenblätter so rübergehen, aber nicht zu weit, weil man hat auch dieses halbdurchsichtige. So. Silikontuch und Pinsel immer schön feucht halten, nicht nass, nur feucht. So, und dann kommt das wieder in die Lampe. Jetzt nehmen wir uns noch ein kleineres Bällchen. Wirklich, wirklich klein. Also es ist nicht sehr groß. Also ich habe zuerst drei Bällchen außen, sind gleich groß. Das andere ist ein Tickchen kleiner und das ist jetzt auch wieder ein Tickchen kleiner. Ja, nicht wegschmeißen. So, und das setzen wir uns jetzt auch wieder in die Mitte. Silikontuch oder Pinsel befeuchten und welchen festdrücken und das C in die andere Richtung entgegengesetzt. Wir haben das gerade eben das C so rum gemacht und jetzt machen wir das C so rum. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Seht ihr gerade, hier ist jetzt leicht viel bisschen rot drin von meinem Finger. Deswegen, ihr müsst saubere Finger haben, wenn ihr das macht. Oder saubere Handschuhe. Damit, meine Güte, das ist mit dem Schatten hier ein bisschen doof. Damit ihr nachher nicht irgendwie verunreinigt, das Gel verunreinigt habt. So, dann schön platt drücken. So, und das kommt auch wieder in die Lampe. Und jetzt nehmen wir uns noch mal ein noch kleineres Bällchen. Also wirklich minimal. Man kann da auch jetzt gleich super ein Glitzersteinchen reinmachen. Ich mache das mal. Nehmen wir jetzt einfach mal hier so ein Glitzersteinchen gleich. Den kleinsten natürlich. Immer muss es aber nicht. Ich zeige euch einmal, wie es ohne, also wie ich den Blütenkelch ohne mache. Nehmen wir dieses kleinste Bällchen. Ja, ihr müsst aufpassen, ich habe zu warme Hände, dann klebt es. Mal sauber machen. So. Das kleinste Bällchen packen wir dann in die Mitte. Und dann kann man eigentlich hier noch ein Loch reinmachen. Bums, ist die Rose fertig. Und wenn man da ein Glitzersteinchen einarbeiten möchte, nimmt man sich seinen Strasspicker oder den Pinsel oder keine Gott, haben wir jetzt auch schon. Oder keine Ahnung. Nimmt sich ein Steinchen in der dementsprechend in der Größe. Na gut, das ist glaube ich so ein Tisch zu groß. Ist egal, kriegen wir hin. Und setzen das mittig auf das Gel und drücken das dann da rein. Und dann hält das Steinchen erstens bombenfest und ja, sieht auch, ich finde das ist auch total hübsch. Und wenn man sagt, das Steinchen sieht man mir zu doll, nimmt man das Silikontool und kann
du das bist, so ein bisschen das Plastilingel um den Steinchen so rumlegen. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. So dass der Steinchen nicht mehr komplett rund ist. So, und dann packen wir das auch schon wieder in die Lampe. Und das lassen wir jetzt ich lasse das dann gerne 4 Minuten aushärten. So, das ist jetzt ausgehärtet. Und da kann man dann noch eine Rose machen oder man kann Blätter machen. Ich zeige euch mal, wie ich die Blätter dazu mache. Ich mache die diesmal auch in, also jetzt auch mal in Weiß. Nehme wieder eine kleine Menge auf. Ja, schon zu viel gewesen. Mach wieder ein, also ist es immer dasselbe. Aufnehmen, Kügelchen machen. Dann setzen wir das mal dahin. Jetzt habe ich das Silikon verlegt. Nee, doch nicht, da ist es. So. Jetzt feuchte mein Silikontool an. Und drücken wir das erstmal zu einer kleinen Kugel. Und dann, wo ich, also der Blattstängel, wo der rauskommt, das ist jetzt hier vorne an der Seite. Und dann ziehe ich mir das mit Drücken, leichten Drückbewegungen so raus. Da habt ihr schon mal so ein Grundgerüst von einem Blatt. Dotting Tool, also ich sage immer wieder Dotting Tool. Ich weiß nicht warum, ehrlich nicht, weil es ist kein Dotting Tool. Silikontool befeuchten. Und dann kann man diese Versorgungsstränge dazu machen. Seht ihr das? So, ich gehe dann meistens, wenn ich diese Striche nochmal gemacht habe, gehe ich nochmal durch die Mitte so ein bisschen. Ziehe mir das. Und dann kann ich nochmal das Blatt ein bisschen auffächern. Dann habt ihr ein Blatt dazu. Das lassen wir jetzt auch nochmal 20 Sekunden anhärten. Ich mache generell bei Rosen lieber 2 Blätter. Das ist aber reine Geschmackssache. Ihr könnt auch 4, 5, 6, ihr könnt auch das komplette Nagel voller Blätter machen. Nehmen wir noch ein bisschen was. Diesmal ein bisschen, noch ein bisschen weniger. Und setz mir das dahin. Silikontool oder Pinsel befeuchten. Also bei diesen kleinen Sachen würde ich wirklich ein Dotting-Tool oder ein Silikontool empfehlen. Oder wirklich so einen ganz dünnen Feinliner-Pinsel. Wieder ein bisschen festdrücken. Und das geht dann mal hier so runter, durchgehen, Seiten platt machen. Und das Blatt, ich soll jetzt mal anspitzen dazu. Den Platter noch drücken. Dann gehe ich einfach hier mit dem Dotting-Tool, also mit dem Silikontool. Nochmal längs. Und dann kommt das auch schon in die Lampe. So, das habe ich jetzt 4 Minuten ausgehärtet. Dann nehme ich mal ein bisschen Cleaner und cleaner mir so ein bisschen drüber. Und habt ihr dann auch schon eine kleine Rose mit 2 Blättern auf dem Nagel. Und wie ihr seht, man kann es ja auch auf kurzen Nägeln machen. Also das ist
Echt, das ist eigentlich vollkommen egal, was für eine Nagellänge ihr habt. Ihr müsst es halt bloß einem Nagel anpassen. Ihr könnt natürlich auch auf einen kurzen eine Rose drauf machen, die über den kompletten Nagel geht. Sieht bestimmt auch cool aus. Kann man alles machen. Und es ist super einfach und super schnell gemacht. Wenn ihr dann den Dreh raus habt, das Video, wie lange das Video jetzt? Ich glaube knapp 20 Minuten. Wenn ihr den Dreh raus habt, dann seid ihr ratzfatz mit diesem Rosen fertig. Es ist wirklich so, es geht ratzfatz, es geht super schnell. Und Mädels, Dame, sind wir ehrlich, ich finde, das sieht richtig cool aus. So, mal auf einer Seite. Es ist auch nicht zu hoch, ne, dass man irgendwie dran hängen bleibt. Ich habe die schon öfters getragen und ich bin nie an meinen Haaren hängen geblieben, da man es halt festdrückt. Man kann es auch noch höher arbeiten, bestimmt, na klar. Aber das finde ich, dann bleibt man wohl eher hängen. Und deswegen immer schon flach arbeiten, aber nicht zu flach, weil es soll ja 3D sein. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann würde ich sagen, abonnieren nicht vergessen. Und die Glocke natürlich noch aktivieren, damit ihr immer Bescheid kriegt, wann ein neues Video online kommt. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!